Ja, hallo, ich bin die Michi Dorfmeister und habe die besondere Ehre, einer besonderen Ausstellung als Botschafterin zu agieren. Die Ausstellung heißt Das Jahrhundert des Sports, Iver Narisch, im Haus der Geschichte in St. Pölten. Also Sport bedeutet für mich im Leben sehr, sehr viel. Also meine ganze Persönlichkeitsentwicklung ist vom Sport abhängig gewesen. Ich habe Zielstrebigkeit gelernt, ich habe Durchsetzungsvermögen gelernt. Sport hat ja nicht immer nur mit Auspowern und mit Schwitzen zu tun. Da geht es ja um ganz viel andere Sachen auch. Mein größter sportlicher Erfolg in meinen Augen ist sicher der Gesamtweltcup-Sieg, obwohl die zwei Olympiamedaillen noch so einen extremen großen Stellenwert haben in der Öffentlichkeit, war das auch ein Riesenerfolg, weil ich habe mich wirklich ein Jahr lang mit meinem Team auf diese Rennen speziell vorbereitet und wenn da dann wirklich am Tag X zu derer Minuten alles aufgeht, so wie es du das gewünscht hast, ist das eine wahnsinnige Bestätigung und ein wahnsinnig schöner Erfolg. Also mein Ding war immer, bevor dass ich die Stecken vier gegeben habe, habe ich immer einen Après-Ski-Song innerlich gesungen. Wenn ich es so gemacht habe oder mein Servicemann hat angefangen, weil der hat auch gewusst, was da passiert. Oder wenn ich einmal vergessen habe, dann hat mich er daran erinnert. Das ist, eins kann mir keiner und das ist die Lust am Leben. Und das war dann wirklich so, dass du das so den Schritt, du kannst es jetzt genießen, wenn du da runterfährst. Gell? Und das war die letzten Jahre dann wirklich so, dass ich das zu schätzen gewusst habe, was das bedeutet, dass ich mein Hobby machen kann, das zum Beruf gemacht habe und ich, was ich für Ehre habe, eigentlich da runter zu fahren. Und dann tust du die Stecken vieren und dann bist du eigentlich nur mehr fokussiert auf das, was du dann gleich einmal zum Tun hast. Turin 2006 war sehr speziell. Erstens einmal, es war mein letztes Jahr. Ich habe ein Jahr vorher gesagt, ein Jahr fahre ich noch und dann höre ich auf. Alles ist nur dem Sport untergeordnet worden. Wir haben dann einen eigenen Ski gebaut, den wir nur dort dann gefahren sind bei den Olympischen Spielen, weil es sehr flach war. Und wir gesagt haben, mit unserem Super-G-Ski werden wir dort nichts gewinnen. Dann wieder das Spezielle war dann, du hast eigentlich mit der ersten Goldenen dein erstes Ziel erreicht oder dein Ziel erreicht und dann fällt einmal alles ab und du hast aber zwei Tage später nochmal die Chance, dass du noch eine Medaille machst und da wieder dann die Spannung aufzubauen, die Körperspannung, auch die geistige Spannung, die Konzentration. Dann war der Super-G am Programm und es hat geschnimmt und wir sind drei oder vier Stunden im Gasthaus gesessen und haben gewartet, wann wir endlich fahren dürfen. Und irgendwann einmal haben sie dann gesagt, wir fahren heute nicht mehr. So, wieder runter ins Hotel, alles einmal wieder runterfahren für zwei Stunden, dann wieder alles auffahren und Gott sei Dank sind wir dann den nächsten Tag gefahren. Also es war dann schon eine gewisse Erleichterung natürlich. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch die Kugel im Super-G und in der Abfahrt auch schon gewonnen gehabt. Also die Saison war eigentlich wie ein Märchen. Speziell in Turin habe ich mich wirklich im Kopf extrem darauf vorbereitet, bin den Lauf ein Jahr vorher schon durchgegangen im Geist und habe mich so durchs Zielfahren gesehen, weil und nach zwei, drei Monaten glaubst du es dann, dass du das schaffst und der Zweifel, der da hinten drinnen sitzt im Hinterkopf und dir immer sagt, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, der wird dann immer kleiner und immer leiser. Und kommt immer weniger oft dann vor und dann kannst du dann noch viel besser auf das Ganze vorbereiten.